Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. So, eins vorweg gleich, ich mache das einfach mal, das ist jetzt der Indikator, dass das Video richtig scheiße wird, weil das ist jedes Mal so, wenn ich das sage. Denkt dran, wenn euch ein Video gefällt, Däumchen nach oben, würde mich sehr freuen. So, in der letzten Folge sind wir hier angekommen, vor dieser Festung, haben wir ja festgestellt, okay, da kommen wir auch nicht durch. Da müssen wir nämlich erst so einen komischen Mechanismus da. Oder können wir jetzt rein? Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich. Ach nee, wir haben, glaube ich, geöffnet hier. Beziehungsweise die Barriere durchbrochen. Ah, ich bin schon wieder wirr. Ja, es ist schon wieder ein paar Tage her, dass ich das letzte Mal Dragon Age gespielt habe. Ich habe da auch ein bisschen was auf Vorrat gemacht. Theoretisch habe ich immer noch Vorrat, aber ich nehme jetzt trotzdem schon wieder auf. Weil, ja, für schlechte Zeiten, sage ich immer, will ich mir das so ein bisschen bewahren. Wir müssen dieses Tewinter-Manuskript noch finden über Drachenköder, weil unser Frederick, dieser zwielichte Drachenforscher mit der roten Maske, der irgendwie absolut unsympathisch wirkt, der will das unbedingt haben. Und dann wollen wir es ihm geben, den Ruhm ab, oder, ja, ich denke, den Ruhm werden wir dann abstauben im Nachhinein. So, jetzt haben wir nämlich hier eine Markierung. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so dem wirklichen Auffindungsort von diesem Teil eben wirklich gilt oder ob da wieder total ja, die Wegfindung rumbuggt, der Questhelper, die Questziele. Ich schätze mal, dass wir in die Ruine rein müssen. Warte mal, ich hatte letztes Mal, glaube ich, schon das Journal auf. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Die Westgrate, da sind wir gerade. Und zwar das hier. Genau, wir haben ja schon ein paar Unterlagen beschafft von den Venatori. Aber da er es eben nicht lesen kann, brauchen wir jetzt eben weitere Hinweise, die man dann eventuell als Übersetzer benutzen kann. Das ist nämlich so das Hauptding. Jetzt weiß ich aber nicht, was da die. Ach so, da geht der Pfeil hin. Am Arsch? Nein. Ich schätze mal, da müssen wir doch in diese Ruinen rein. Huch! So kann das kommen, wenn man die Tasten für Aufmauten und Aufnahme starten bzw. beenden nebeneinander liegen hat. Ich glaube, das hatte ich letztens schon mal. Leicht peinlich, aber es ist wieder passiert. I'm sorry. Zumindest so ein bisschen. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir da rein. Hilft ja alles nichts. Schwuppdiwupp, stillen Ruinen. Meistens sind ja in diesen Dungeons die Gegner dann noch ein bisschen anspruchsvoller. Ich erhoffe mir dadurch natürlich auch mehr XP, eventuell mal ein paar Items, die mir weiterhelfen. Weil guten Loot, naja, sind wir ehrlich, gab es schon lange nicht mehr so wirklich. Alles, was ich bisher jetzt an neuem Equipment dazu bekommen habe, war eigentlich dadurch, dass ich eben entsprechende Baupläne gefunden habe. Und diese dann wiederum mit meinen Materialien, die ich mir teuer erfarmt habe, gebaut habe. Aber so ein richtiger Drop, so wie bei Cassandra, dauernd passiert. Also für die bekomme ich Waffen, ich bekomme Schilde, ich bekomme Brustpanzer, alles Mögliche, aber für meinen Mage kriege ich überhaupt nichts. Das ist leicht deprimierend. Andererseits, ich könnte fast darauf wetten, wenn jemand einen Nahkämpfer spielt, der überhaupt keine Magie-Dinger braucht, der bekommt dann wiederum das hier in den Arsch geblasen. Also ich glaube, das Spiel will einen schon so ein bisschen trollen. Was geht hier? Venatori. Oh, Level 15, immerhin. Ist es auch nicht besonders viel, aber es ist besser als das, was davor war. Okay. Dann wollen wir doch gleich mal nett Hallo sagen. Einmal, zweimal. Okay. Funktioniert nicht ganz so, wie ich mir das gedacht habe. Das Ranziehen passiert ja nur dann, wenn sie versuchen, rauszugehen aus dem Kreis. Deswegen sage ich, das ist gerade ein bisschen, naja. Wie sagt man im Internet-Jargon, retarded aus? Letztlich habe ich jetzt die Rune verballert für einen einzigen Gegner. Toll. Ich denke die ganze Zeit, da steht jemand, aber also gut, theoretisch steht da auch jemand. Das scheint ein Venatori zu sein, der gegen so einen Dämon kämpft. Ja. Oder ist es ein Venatori? Ich habe keine Ahnung. Aber irgendwas ist hier gehörig schiefgelaufen. Das sieht man gleich. Wie meistens, wenn man in so einer alten Tempelanlage ist. Robuste Verzaubererpanzerung. Aha. Aber Stufe 2 ist jetzt auch nicht unbedingt das, was ich will. Also eigentlich brauche ich sowieso nur noch Stufe 3 oder 4 Pläne.
Weiß gar nicht, Stufe 4 gibt es das überhaupt? Also die Drachenmaterialien, sprich Krallen, Schuppen und so, das ist ja alles Stufe 4 Handwerksmaterial. Dürfte dann so ziemlich das Einzige sein, was aus dem normalen Schema so ein bisschen rausfällt. Nachrichtenfragment. Ja, das ist auch nicht unbedingt das, was ich wollte. Allerdings für die Requirierung ist es ganz gut. Plündern hier. Achso, da haben wir auch noch was. Den Zettel habe ich schon nicht übersehen. Keine Sorge. Werde ich mir gleich anschauen, aber ich gehe jetzt erstmal noch die Ecke checken. Ich muss mir das echt mit dem Ping wieder angewöhnen, ey, du. Du siehst eigentlich alles, was du brauchst, wenn du diesen blöden Ping benutzt, aber ich tue es so selten. Das ist wieder so eine Melee-Waffe, ey. Das ist zum Kotzen. Ja, kaum sage ich's. Ist jetzt nicht so, dass ich hier grundlos rum-mi-mi-mi mache, aber es ist tatsächlich so. Das, was du willst, kriegst du nicht. Fast doch schlimmer als in Diablo, ey. Da kriegst du wenigstens irgendwann mal was. Da wirst du zugeschissen mit Items und irgendwo wird schon ein gutes dabei sein. Das hast du hier halt nicht. Apropos, wenn ihr mal bei mir zuschauen wollt, wie ich Diablo spiele, kann ich nur mal wieder den Twitch-Stream empfehlen. Da bin ich relativ regelmäßig online, beziehungsweise, naja gut, gibt halt keine fixen Zeiten, aber ich stream relativ oft, so meine ich das. So, jetzt lesen wir erstmal. Venatori-Befehle. Ein kurzer Brief zusammen mit einer Karte der Westgrate, auf der mehrere Gebiete mit Kreisen markiert sind. Lucanus oder Lucanus, egal. Die Hinweise sind obskur, aber sie deuten auf eine einzelne Macht hin, die des Alten Reichs versiegelt wurde. Tevinter war schon vor der ersten Verderbnis in der Region aktiv. Es gibt keine detaillierten Aufzeichnungen über den Ort, aber einige vielversprechende Spuren. Ihr werdet Männer und Vorräte erhalten. Kehrt nicht mit leeren Händen zurück. Aber wenn doch, werden sie euch abgehakt. Ihr braucht sie ja dann sowieso nicht mehr. Na gut, das stand da jetzt nicht drin, habe ich dazu erfunden, muss ich ehrlich zugeben, aber gepasst hätte es. Das ist befremdlich. Hört ihr das? Das ist wieder dieses Eis, was so komisch, naja, wie soll ich sagen, sinkt. Und wir hören auf einmal auch überall dieses Flüstern, also irgendwas ist hier gehörig in die Hose gegangen, Freunde. Und ich habe das Gefühl, dass... Oder der oder die, die für das verantwortlich sind hier, den werden wir demnächst finden. Warte mal, da ist ein Riss. Mir ist jetzt aufgefallen. Das sieht aus, als wäre hier so ein Riss aufgegangen. Die Kultisten hier haben sich gewehrt und mittendrin irgendwie wurde die Zeit angehalten. Guck mal an, ey. Da wird hier gerade einer niedergemäht. Einfach alles eingefroren. Was ist denn hier passiert? Einfach mal ein Zeitstopp. Kann das überhaupt noch ein Dämon sein? Geht wahrscheinlich schon in die Richtung. Oh, warte mal, hier können wir was untersuchen. Guck mal. Was ist erstarrt? Ich glaube nicht, dass das die Venatori waren. Die für einen solchen Zauber erforderliche Macht wäre gewaltig. Zeitverändernde Magie. Hoffentlich wird das hier nicht genauso aufreiben wie Radcliffe. Tja. Da hat man ja auch sowas in die Richtung schon, ne? Mit den, Ach Gott, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Das ist einfach viel zu lang her. Ne, als wir da in einer anderen Zeit gelandet sind, in der Zukunft sind wir da, glaube ich, gewesen dann. Isoliert von allem anderen. Ich glaube, nur Doran und ich waren dann dabei. So langsam kommt die Erinnerung wieder, aber es ist schon sehr lange her, wie gesagt. Durch meine Zwangspause natürlich einiges an Wissen, das ich mal hatte, komplett verloren gegangen. Jetzt wirklich noch mehr wie ein Volltrottel, der durchrennt, ohne dass er weiß, was er tut. Da liegt nichts mehr. Die Frage ist... Ist das der einzige Weg? Weil ich schätze mal, dass Varric das aufmachen kann, aber ich gucke mich lieber erst nochmal um. Am Ende fällt hier alles zusammen und wir haben die Hälfte nicht gesehen. Wäre ja auch schade drum. Okay, da kann man auch eine Tür knacken.
Aber der Scanner, der zeigt auch nichts mehr. Achso, jetzt sind wir praktisch auf der anderen Seite. Vorhin stand ich genau gegenüber. Nun gut, dann holen wir mal den Schlüsseldienst. Der Zwerg ihres Vertrauens. Merrick. So, hält man erstmal eine auf. Die Markierung zeigt aber auch dahin, ne? Dann ist es vielleicht gar nicht so verkehrt. Das ist ja immer so meine Vorgehensweise. Ich gehe immer erst in die andere Richtung als das, was der Questmarker sagt, damit ich halt wirklich alles gesehen habe. Und gerade bei Dragon Age kann man da das ein oder andere noch finden. Und wenn es nur ein Manuskript ist oder so, oder dieses dämliche Mosaikteil, was ich sowieso nicht brauche. Warte mal, ich habe 10 von 12. Wenn es so weitergeht, habe ich aus Versehen bald mein erstes Mosaik fertig. Aber den anderen hinterher zu rennen, das werde ich garantiert nicht mehr tun. Das ist fix. Also... dafür hat mich das Spiel, dadurch, dass eben die Crashes dauernd wieder passiert sind, zu sehr enttäuscht. Eventuell die DLCs, wie gesagt, aber ansonsten... Bloß nicht. Ich meine, was ist daran schon spannend, wenn ihr mich zu beobachtet, wie ich irgendwelche Scheiße aufsammle? Verantwortungsvolle Blutmagie. Gestattet mir, euch zu korrigieren, Schülerin. Obwohl es wahr ist, dass die Blutmagie in der Geschichte Tevinters stets eine Rolle spielte, gibt es doch auch abgesehen von den Predigten der Kirche gute Gründe dafür, warum diese Kunst heutzutage verpönt ist. Denkt nur an die alten Magister, die einst versuchten, das Nichts selbst zu kartografieren. Es mag ein hehres Ziel gewesen sein, aber es forderte einen hohen Preis. Als ihr Lyriumvorrat durch ihre Zauber aufgebraucht war, vergossen die Magister das Blut unzähliger Sklaven. Und was hat es ihnen gebracht? Die ewig veränderliche Natur des Nichts machte ihre Bemühungen zunichte. Und all der Tod bewirkte lediglich, dass die Magister schutzlos gegenüber den Dämonen waren, die von ihnen Besitz ergriffen. Welch sinnloses Unterfangen. Manch einer preist noch immer Tirena vom Fels, die im Zeitalter des Stahls Blutmagie gegen die Kunari einsetzte. Es heißt, sie habe an der Küste von Marnas Pell ihr eigenes Blut vergossen, als sich die Schlachtschiffe näherten, ihre Zauber gegen deren Besatzungen gerichtet und das Blut in ihren Adern zum Kochen gebracht. Es war zweifelsohne eine grausige Demonstration ihrer Macht. Aber es war auch sinnvoll, sie gegen die Kunari zu nutzen, als sie nur umso entschlossener gemacht... Nee, warte mal, was laber ich denn? I'm sorry. Es hat sie nur umso entschlossener gemacht, als sie die Häfen von Karastes belagerten. Und was ist mit Magister Calanthus, jenem Narren, der dachte, er könne sich durch Blutmagie zum Erhabenen machen? 33 Sklaven ließen bei seinem Ritual ihr Leben, und Calanthus wurde zu einer derart grässlichen Abscheulichkeit, dass sich seine Schüler bei seinem Blick die Augen herausrissen. Mahlzeit, Augen rausreißen. Wie so oft, das ist wohl gehörig ins Auge gegangen. Ihr habt das Beispiel der liebenden Chrysenes und Seraphinian angeführt. Ich glaube, das sind die im Hinterland, oder? Ja, Seraphinian gab sein eigenes Blut, um Chrysens von ihrer zehrenden Krankheit zu heilen. Und ja, Chrysens führte daraufhin ein langes Leben. Wenn jedoch selbst die edelmütigste Anwendung von Blutmagie den Tod eines guten Mannes fordert, ist das dann nicht Grund genug, sie zu überdenken? Ein Brief von Magistra Aestia an ihre Schülerin. 771, das Zeitalter des Sturms. Ja gut, also wie gesagt, oft findest du halt so ein bisschen Background-Information und so. Wenn du eben diese Seitengänge auch durchforstest. Ich meine, es ist an sich nichts, was wir nicht eh schon wussten. Dass Blutmagie eben in Orlais und in Ferelden ziemlich verpönt ist. In ganz Thedas kann man eigentlich sagen. Allerdings... bringen sie hier jetzt zum Beispiel ein Beispiel rein, das eigentlich... sag ich mal, ein edles Ziel verfolgt hat. Trotz allem
weigert sich die Mehrheit dazu, das anzuerkennen, sage ich jetzt mal, dass der Zweck alle Mittel heiligt. Ich meine, ist ja auch okay. Ich meine, ich darf nichts sagen, zur Erinnerung, falls ihr es nicht gesehen habt, was ich euch dann trotzdem irgendwie raten würde. Ich habe ja einst auch Dragon Age Origins und Awakening und Dragon Age 2, Let's Played. Und gerade im ersten Teil plus Addon habe ich einen Magier gehabt, einen Elfenmagier, der auch sich den Künsten der Blutmagie verschrieben hat. Fand ich ganz interessant, gab es ein paar coole Sachen, aber war halt etwas paradox, wenn du praktisch Blutmagiern hinterherjagst und diese tötest dafür, dass sie das tun, was sie tun, aber selber machst es auch und alle feiern dich. Irgendwie seltsam. Naja, egal. Scheinbar sind wir hier richtig. Aber der Loot ist wie immer sehr dürftig. Oder wie meistens. Wie immer ist vielleicht auch übertrieben. Ne? Wir wollen das mal nicht so negativ reden. Die Winteranisches Banner. Rune des Geistes. Von wo kommt denn das? Warte mal, wie soll ich... Hä? Das ist hier dahinter? Okay. So, wie genau komme ich jetzt dahin? Weil hier ist ja nichts. Doch mal einen anderen Weg suchen. Was haben wir hier noch? Ah, nee. Ah. Manchmal hast du ja so richtige Schlupfwinkel, so Geheimgänge, die irgendwie unter der Treppe gehen und alles Mögliche. In dem Fall wohl eher nicht. Ich habe jetzt aber auch echt nichts gesehen, ne? Theoretisch. Warte mal. War die Tür schon die ganze Zeit auf? Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wenn doch, ist es übelst peinlich. Aber ich glaube, die war zu, die Tür. Ich bin blind, aber so blind. Da bin ich gespannt. Also schreibt mal was dazu. Das würde mich jetzt interessieren, ob das wirklich schon die ganze Zeit da war. Ja, schon ein bisschen bedenklich. Oha. Das Areal ist ja riesengroß. Okay, da einfach über die Kante zu springen, wäre wohl zu einfach und geht auch gar nicht. Na, schade. In den Texten ist von einer Kammer die Rede. Oh, oh, oh. Das muss sie sein. Da sind doch wieder Gegner. Warte, kurz gucken. Ja, man muss ja alle Möglichkeiten offen halten, dass uns da irgendwie einer in die Seite reinfällt oder so. Das können wir jetzt, glaube ich, ausschließen. So. Na dann guck mal, was passiert. Oh, war ich das? Das tut mir aber leid. Hallöchen! Venatori! So lächerlich mit dem Bild, ohne Scheiß. Vor allem der Kettenblitz, ey, der geht einmal reihum. Die Reichweite ist auch total pervers. Also zumindest die Übersprungreichweite, wenn man so will. Oh, das ist Lucanus. Einer von denen, die immer wieder in den Schriften erwähnt wurden jetzt. Wird sich wohl auch in Zukunft auf diese Schriften beschränken, weil er selbst wart nicht mehr. Lass mich raten, er hat die Reliquie. Schlüsselstein. Er hatte diesen Stein nicht ohne Grund bei sich. Sucht weiter. Vielleicht finden wir noch mehr. Noch mehr? Ah, okay. Also wir brauchen 5 Schlüsselsteine. 2 haben wir jetzt schon. Dann können wir wahrscheinlich die Hauptkammer öffnen. Und da ist dann dieses Relikt drin oder die Schätze oder nee. Nee, nicht die Schätze, was laber ich denn? Die Übersetzungsschriften oder so ähnlich, die Aufzeichnungen. Da haben wir noch einen.
Okay. Ja gut, Freunde, dann würde ich aber auch sagen, machen wir hier erstmal Ende. Normal mache ich das nicht so mittendrin, aber da ich derzeit ein bisschen unter Zeitdruck stehe durch Arbeit, dadurch, dass ich natürlich meinen Stream auch gerne am Laufen halten würde und ich noch diverse andere Projekte habe, da müssen halt manchmal so ein bisschen Abstriche gemacht werden. Es kommen auch wieder bessere Zeiten, das verspreche ich euch. Ich hatte jetzt doch einige Folgen, die deutlich länger waren als der Durchschnitt. Von daher nehmt ihr mir das hoffentlich nicht so sehr übel. Wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr noch irgendwas zu sagen habt, dann lasst mich das gern wissen. Ansonsten, wenn ihr keinen Bock habt, was zu schreiben, soll es ja auch mal geben, dann einfach ein Däumchen nach oben. Das reicht mir auch schon mehr als genug. Und ja, wenn ihr jemanden kennt, der sich auch für sowas interessiert, dann teilt das Video doch einfach oder den Link zum Kanal, den Trailer, sucht es euch aus. Danke fürs Zuschauen, Freunde, und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!